Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich wollte ganz kurz ein klitzekleines Update in einer Sache geben. Ich wollte mich schon früher auf Instagram melden, aber mein Zustand hat sich leider seit Dienstag immer wieder weiter verschlechtert. Ich war am Montag mit Carsten unterwegs, das Video vom Montag, der Vlog ist ja jetzt eben online gegangen. Und ja, das, da morgens ging es eigentlich so einigermaßen mal ab, aber das ging es mir wieder ganz schlecht. Und ich wollte jetzt nur ein ganz kurz hier ein ganz kurzes Update geben, beziehungsweise ich wollte was loswerden, was mich wirklich sehr beschäftigt. Ja, ich sitze hier unter schwersten Schmerzen mit einer Wärmflasche und allem und wollte mich eigentlich gar nicht so zeigen, aber es ist mir einfach wichtig. Ich habe mir versucht, ein paar fröhliche Farben anzuziehen. Ich habe die letzten Tage ja ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und Kommentare und so. Ich versuche die immer noch nach und nach alle durchzugehen. Mir fällt es sehr, sehr schwer, die Kommentare zu beantworten. Ich habe auf der rechten Seite extreme Probleme, auch mit dem Sehen. Das ist ganz schlimm. Die Ärzte wissen noch nicht, ob das Sehvermögen nochmal wiederkommt. Also es wird nie wieder so, wie es war, aber ob es noch ein bisschen besser wird, weil ich habe richtig schlimme Probleme. Es kann aber sein, dass es durch das Cortison nach 4 Wochen besser wird. Entschuldigung. Also, ja. Und ich möchte mich erstmal bedanken. Ich habe mir vorgenommen, hier nichts zu sagen. Es sind einfach die Emotionen. Das ist halt so, wie es ist. Also, ich habe viele Nachrichten bekommen. Viele super Tipps waren dabei. Viele Betroffene haben mir geschrieben und so. Und ich versuche, die Nachrichten zu beantworten. Aber das Problem ist, ich habe zum Beispiel gestern Abend, dachte ich so abends, mir tat von hier nach unten alles weh. Ich habe so mit den Gelenken immer noch schlimm, das Cortison. Reicht vielleicht jetzt gar nicht aus. Ich muss das jetzt ein paar Tage noch testen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen höher gehen. Auf jeden Fall habe ich gestern ein paar Kommentare beantwortet. Es fällt mir sehr schwer. Ich kann halt kaum sehen. Habe wirklich Probleme da. Bemühe mich, die zu beantworten. Heute Morgen habe ich dann gesehen, dass ich da Fehler drin habe. Tippfehler. Oder das dann durch die Autokorrektur oder so. Das ist halt jetzt so, ist mir auch egal. Ich versuche die alle zu beantworten, aber es dauert halt oder lese einfach durch. Ja, es geht nicht besser. Aber warum ich überhaupt dieses Video hier mache, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen zu alternativer Medizin und so weiter. Und ich bin ja generell sehr offen für alles. Ich habe mich jahrelang mit Homöopathie beschäftigt. Ich bin zum Beispiel ein totaler Gegner von Antibiotikum. Das wird ja so oft verschrieben einfach. Und wenn man das, also wenn Lea früher krank war als Kind oder so, ich habe dann versucht, mit Belladonna, also irgendwelchen Globulis zu helfen oder mit pflanzlichen Sachen, auch bei Ohrenschmerzen, Zwiebel, Wickel und was es alles gibt. Und also ich habe immer erst alles andere versucht, bevor ich irgendwelche Medikamente eingesetzt habe, auch bei mir auch immer. Und jetzt haben mich halt ganz viele Leute angeschrieben, ja, die schicken mir Heilversprechen. Die sagen mir, setz sofort das Cortison ab, scheiß Schulmedizin, die Ärzte vergiften dich und alles. Du musst das sofort absetzen und wenn du das und das nimmst, nur dann wirst du wieder gesund. Das und das musst du machen. Und da, das ist für mich so schlimm, dass es Menschen gibt, die sowas machen, weil es gibt Leute, die glauben das rein. Ich bin im Moment an einem Punkt wegen, ich bin auch sehr verzweifelt. Ich habe auch selber, ich bin ja eigentlich ein sehr positiver Mensch. Ich denke immer wieder positiv, ich versuche immer wieder aus der Scheiße noch irgendwie was Positives zu sehen. Jetzt weißt du das, jetzt kannst du das machen. Aber ich finde es ganz schlimm, dass es Menschen gibt, die sowas machen und manche Menschen glauben, dass mir wurden Sachen gesagt, garantiert, ich soll sofort das Cortison absetzen und so soll das und das machen und nur dann werde ich wieder gesund. Und da werde ich richtig aggressiv, weil ihr, die Leute sind weniger, aber die das machen, ihr spielt einfach mit der Hoffnung und der Verzweiflung von irgendwelchen schwerkranken Menschen und das geht nicht. Ich möchte bitte, dass das aufhört. Ich weiß das genau zu unterscheiden oder so. Es gibt aber einfach Leute, ich habe auch Leute angeschrieben, die haben mir geschrieben, ja, du musst das machen und so. Das kostet so, musst du gucken, wie dann das Geld kommt. Das kostet so und so viel 1000 Euro und dann können die dir helfen oder so. Ich und
Oder ich wurde schon angeschrieben letztes Jahr, wo ich einen Tumor hatte, wo auch jemand dann auch was hatte. Da wurde ich gefragt, ob ich dem finanziell helfen kann, damit er das und das machen kann, weil irgendeinen Heilversprechen macht. Irgendwie mit Hand auflegen oder irgendwelche Kräuterkunde oder so. Also ich bin ja, wir sind ja selber in dem Bereich tätig. Ich meditiere, ich mache Selbsthypnose. Ich habe meiner Meinung nach den besten Hypnotiseur weltweit an meiner Seite. Carsten beschäftigt seit 1989 mit Hypnose. Der hat schon so vielen Menschen geholfen, bei viel, also wirklich aus vielen Tiefs rauszukommen, auch bei Krankheiten begleitet. Aber wir würden niemals ein Heilversprechen machen. Wir haben Leute, die haben Ängste oder auch Depressionen oder so, aber die werden dann behandelt beim Arzt, beim Psychologen und können dann begleitend bei uns eine Therapie zum Beispiel machen. Aber ich möchte einfach, dass das aufhört oder möchte mit diesem Video jetzt einfach den anderen Leuten, ich habe ja viele Wegbegleiter, die mir auch schreiben, die selber Probleme haben und krank sind, dass die sich nicht von sowas beeinflussen lassen. Und bei mir, glaube ich, hilft gerade nur Cortison. Ich bin ja im Januar, im Februar ins Krankenhaus gegangen, da gibt es ja dieses eine Video drüber. Mama ist geschockt, weil die mich ja da nicht behandelt haben. Und da hatte ich erst mal so einen schlimmen Schub, da ging ja schon ein paar Tage damals. Und da habe ich auf der rechten Seite auch kaum was gesehen und hatte diesen Druck auf dem Kopf. Ja, ich bin ja fast durchgetreten, alles. Und hätte man mir damals wahrscheinlich direkt Cortison gegeben, mich richtig behandelt, dann hätte ich jetzt keine Schäden, die wahrscheinlich bleiben, wie dass ich ganz schlecht sehe auf der Seite. Diese Kopfschmerzen, ich habe wie Störungen beim Sprechen, bei der Konzentration. Ich habe wahrscheinlich Schäden, die jetzt nicht mehr behoben werden können. Und das, weil die mich falsch behandelt haben. Da muss ich gegen angehen, da will ich auch was machen. Und ja, manchmal hilft einfach vielleicht nur Cortison. Jetzt bin ich froh, dass ich Cortison bekommen habe. Ich war skeptisch, wollte es nicht nehmen, habe mir weitere Meinungen eingenommen. Aber ohne das Cortison wäre ich vielleicht sogar jetzt schon komplett blind. Weil diese Krankheit, die ich jetzt wohl habe, die kann dafür sorgen, dass man das Augenlicht verliert. Man kann noch viel schlimmere Sachen verlieren. Also hört bitte auf und erzählt irgendwelchen Leuten, nein, nimmt die Medikamente nicht. Wenn zu uns neue Menschen kommen, die Hilfe brauchen, ne, beim Carsten zum Beispiel, dann sprechen wir mit denen, wir sprechen auch mit den Ärzten und so. Wir würden niemals sagen, dass die eine Therapie abbrechen sollen. Man, natürlich soll man sich das überlegen. Mir wurde Diazepam verschrieben, das nehme ich nicht, das mache ich nicht, sowas. Man soll natürlich nicht alles blind in sich rein ne, schlucken oder so, aber in manchen Sachen muss man einfach auf die Schulmedizin zurückgreifen. Und ich möchte einfach damit irgendwie ein Zeichen setzen und dass die Leute sich das mal überlegen und bitte spielt nicht mit der Hoffnung von irgendwelchen schwer kranken Menschen. Ja, und das hat mir so auf der Seele gebrannt, das muss ich jetzt unbedingt nochmal loswerden. Ja, und ja, ich muss jetzt meine Medikamente weiternehmen. Ich hoffe, dass es langsam aufwärts geht. Ich gucke natürlich auch, guck auch nach Alternativen natürlich. Mir haben ganz viele Leute geschrieben, auch bezüglich Blutwäsche. Da hätte ich zum Beispiel mal eine Frage, wenn da wirklich jemand Erfahrung hat. Erstmal ist so eine Blutwäsche richtig, richtig teuer. Es bezahlt ja keine Krankenkasse. Ich habe gehört, die kostet zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Wenn ihr da andere Informationen habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Und ob das wirklich was bringt. Ich habe gehört, dass so eine Blutwäsche nur was bringt, wenn es ziemlich am Anfang nach so einer Impfung oder so dann, ne, passiert. Sonst bringt das nicht mehr. Dann habe ich seit 2 Monaten bin ich dran, einen Heilpraktiker zu finden hier in Spanien bei uns, der Dunkelfeldtherapie anbietet. Es gibt ja auch Heilpraktiker, jede Menge. Und ich habe niemanden gefunden und habe dann überall nachgefragt in Foren, Ärzte und alles. Und meine Hausärztin hat jetzt tatsächlich hier in der Nähe jemanden gefunden. Und da habe ich nächste Woche einen Termin. Jetzt aktuell nur dieses Cortison. Ja, und je nachdem, wenn es gar nicht anders geht, was gegen die Schmerzen, obwohl ich gegen die Schmerzen auch eine Schmerzhypnose mache, das hilft mir auch teilweise ganz gut, also gegen Kopfschmerzen so. Aber diese Gelenkschmerzen und dieses, ja, dieses Wackeli auf den Beinen und so, da hilft halt gerade, da hilft nichts. Da helfen keine Kräuter, da hilft auch kein Tee oder sonst was. Ach so, dann haben mir ganz viele natürlich noch Tipps gegeben, was man so generell zum Entgiften machen kann. Die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen das ja. Ich trinke zum Beispiel jeden Morgen trinke ich eine ganze Kanne Brennnesseltee aus Brennnesselblättern getrocknet. Also den brühe ich mir dann, den trinke ich jeden Morgen. Ich trinke jeden Morgen oder jeden Tag, manchmal nachmittags, eine Kanne Lindenblütentee und dann immer noch irgendein Früchtetee. Also ich trinke 3 Liter Tee jeden Tag und auch so wirklich, und das schon seit Jahren. Also das mache ich sowieso schon.
Dann habe ich zwei Moringa-Bäumchen, die wachsen irgendwie nicht frisch im Garten. Ich trinke auch oft mal Tee von der Moringa. Hier in der Nachbarschaft sind Moringa-Bäume, ich habe Moringa-Samen. Also ich mache ganz viele Sachen, ich ernähre mich wirklich gut und alles. Ich versuche schon alles. Ich bin auch weiter für Tipps dankbar, aber ich möchte nicht, dass mir irgendjemand irgendwelche Heilversprechen macht. Ich bin da so aggressiv und ich habe da so geweint, weil ich das auch so schlimm finde, dass die Leute einfach mit dem letzten Funken Hoffnung von den Leuten da irgendwie Profit machen wollen. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, und dann haben mich natürlich von allen möglichen Nahrungsergänzungsmittelfirmen, glaube ich, alle Vertreter aus ganz Deutschland angeschrieben. So fühle ich es mir, so komme ich mir vor. Ach ja, nimm das, nimm das, nimm das. Na, jetzt habe ich mir Luft gelassen. Das war so anstrengend genug. Wenn es mir morgen ein bisschen besser geht, versuche ich euch auf Instagram ein bisschen abzudaten. Aber das war mir halt bis jetzt nicht möglich. So, wenn euch mal ein kurzes Update hier, ich hoffe, es ist kurz geworden, gefallen hat, gebt dem gerne einen dicken Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich immer über die Kommentare. Ich versuche es zu lesen und zu beantworten, aber ich kann in meiner aktuellen Situation leider nicht versprechen, dass ich auf alles zeitnah antworte. Und wenn ihr wirklich richtig gute Tipps habt oder zu der Blutwäsche richtige Informationen, die mir oder anderen weiterhelfen können, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Ich habe eine E-Mail-Adresse angelegt. Ich mache die mal hier unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr mir gerne hinschicken, aber nicht irgendwelche dummen Heilversprechen. So, ich wünsche euch alles, alles Gute und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!